Oh, Mann! Hey, ich bin der Jonas Eberswald und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Lehmann. Schön, dass ich hier am Freitag mit Snacks, wie wir das hier so gewöhnt sind, bei Gerd Kastenmeier. Und der Anlass ist ja auch ein kulinarischer. Wir bereiten schon die vierte Küchenparty vor. Eine Benefizveranstaltung. Eigentlich organisierst du schon seit 9 Jahren Benefiz. Lässt du die schönen Räumlichkeiten in Kastenmeier seit 9 Jahren für Benefizveranstaltungen zur Verfügung. Und ja, einer der Gründungsväter ist heute sogar hier, der Peter Musil, Geschäftsführer von Rara Vision und mit dem... Und ein Österreicher. Und ein Österreicher. Trotzdem gerne hier zu Gast. Es gibt eine Kadrasse. Also für seinen Geburtstag kommen wir meistens nicht dafür. Bitte. Achso, man kommt bitte, die Wartenschleife. Entschuldigung. Ja, also vor 9 Jahren kam die Idee einer Benefizveranstaltung in einem Restaurant, quasi dieses Konzept aus Leipzig nach Dresden. Damals hat Peter Escher gemeinsam mit Peter Musil das schon in Leipzig durchgeführt und erlebt und gesagt, Mensch, das kann man doch in Dresden genauso machen. 5 Jahre fand die Veranstaltung zugunsten von Sonnstrahl e.V. statt. Zum zweiten Mal werden andere Vereine begünstigt. Im letzten Jahr war das der Aufwind e.V. Ich freue mich, dass die Frau Lauber heute auch hier ist und etwas über den Verein erzählen kann. Und dieses Jahr geht es halt an 2 Vereine. Da freue ich mich, dass die Frau Plättner, die Geschäftsführerin vom Albert Schweitzer Kinderdorf Sachsen e.V. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Von den Albert Schweitzer Kinderdörfern kann man sich das sagen. Weil kann man auch vereinfachen. Ja, hier zu Gast ist und dann freue ich mich, dass ganz viele Partner schon da sind, denn also wir haben hier unheimlich viele Gastronomen und Winzer, Destillerien hier, die den Gästen gemeinsam einen genussreichen Abend gestalten wollen. Einzigartig in Sachsen. In dieser Dichte. Ja, vor allem, weil eben auch viele von extern kommen. Über die Externe reden wir nachher, aber ich würde dich bitten, dass du vielleicht die Gastronomen aus Dresden, die heute extra hergekommen sind, mal kurz vorstellst. Genau, zum einen natürlich, der Peter Escher ist immer noch mit dabei. Also Peter und Gerd, wir drei machen das seit 9 Jahren. Und der Peter Escher entschuldigt sich halt bloß, weil er halt unterwegs ist in Görlitz und überall und die Welt retten will. Was er ja auch fleißig macht. Ne? Von daher schöne Grüße auf alle Fälle. Ist natürlich am 26. Januar auch mit dabei. Ja. Als Partner, wir haben neue Partner dabei, wie zum Beispiel Thomas, ja, Bottega Madrid, ganz cool, finde ich absolut genial. Was Neues, wir haben alte Partner dabei, wie das Gewandhaus natürlich hier mit Florian Leisendritt, was immer fleißig dabei ist. Metro unterstützt uns dieses Jahr, Roche Express unterstützt uns natürlich, unsere süße Verführung. Mag es gar nicht, ja, weil du bist ja so betitelt. Das ist ja, ich mag es, also mittlerweile in jeden Medien zu sehen, also von Bayerischen Rundfunk bis Sächsisch bis NDR bis überall, was ich schon gesehen habe, irgendwie so. Gefühlt auch alle Sommelier, die Sommel, die Sarah Schokoladen-Sommelier. Also überall im Fernsehen, egal wo man einschaltet, das ist ja der Wahnsinn. Und natürlich unser Leo, der natürlich unser Titelbild wie immer gemalt hat und schon vorbereitet hat, auf den natürlich dann alle unterschreiben werden. Also Leo ist ja aus Dresden sowieso nicht mehr recht zu denken. Das ist ja, wir können dazu wie das Geld zum Ei. Vielen Dank dafür, Leo, für die langjährige Unterstützung natürlich. Zu den neuen Partnern auch so ein bisschen, zu den, die von der Auswärtigen, sollen wir jetzt schon ein bisschen was erzählen? Können wir ja schon machen. Können wir auch schon machen. Also, es wird ja, wir ziehen ja nächstes Jahr ja um, wie Sie alle wissen, im März ziehen wir um, im April werden wir den Taschenberg-Palais eröffnen, unser Kastenmeier. Und deswegen ist die letzte große Party und liegt mir natürlich noch mehr am Herzen und das Ganze hier natürlich noch intensiver zu gestalten. Es gibt neue Bestmarken setzen, ja, was natürlich gut ist für die Kinder, was man das mit natürlich sinnvoll unterstützen können. Dazu kommen dieses Jahr so Partner wie die Maria Groß aus der Fachstelle Erfurt, vielleicht bekannt aus der Küchen, wie heißt Küchen, Koch, den Hensler in der Jury, neben Kalle Kalm und der kommt vielleicht auch, schau mal, da bin ich dann schon dran. Also Maria kommt sicher, kommt so Winzer wie der Hans Schwarz aus dem Burgenland, aus Andau, das ist die Koryphäe aus Andau, der zufälligerweise auch Metzgermeister ist, der möchte selber seine Bratwürste noch machen, weil er sagt, er macht die besten Bratwürste
überhaupt, ihr macht ein Live vor Ort, also so als Live-Geschichte. Also mit Wein und Bratwurst kommt ja einfach. Wein und Bratwurst, das ist total cool, also da freuen wir uns auch drauf. Aus Österreich. Ja. Dann ist die Simone Roth ist dabei, die ist Aufsteigerin des Jahres im Weinbereich aus Rheinhessen. Also wirklich ganz, ganz tolle Geschichten aus Italien, aus Frankreich. Teilgegen Unterstützung natürlich. So eine ganz liebe Grüße von Duido, das ist der Geschäftsführer, ganz lieber Freund mit Aussichten. Und das alles. Wir werden richtig was passieren, richtig schnell unser Feuerwerk von diesen 15 Gastronomen, die wir haben und gastronomische Betriebe, die also von Räuchernachs bis Austern natürlich ist. Alles, was lecker ist, dazu gehört natürlich super Burger und Steak und was wieder alles gemacht wird. Ja. Bis hin zu den besten Winzern, zu den besten Schnapsbrennern. Wir haben Brennerei Ziegler haben wir dabei, wir haben Sigi Herzog kommt. Aus Österreich kommt der Andi Meier mit seinen 2 Sternen und der Sascha Eichen von der Einbar, das ist Schirmbar, das ist im Hintertal in Österreich so eine ganz witzige Nummer, extra für Herrn Musil aus Österreich, hat das auch zum Essen gekriegt. Nicht, dass das Gefühl hat, da muss man hungern an dem Abend. Ne? Und von daher wird das ein totales Highlight. Zum einen. Sächsische Weine haben wir auch dabei, ne? Proschwitz. Ja, Sächsische Weine sowieso, Proschwitz ist dabei. Ich weiß gar nicht. Rotes Gutlein ist dabei, Tim Strasser, genau. Ja. Also wirklich von bis alles durch, alles was lecker ist. Und als absolutes Highlight gibt es dann noch unseren René Turek, unser Künstler, der bei uns schon ausgestellt hat. Wie wir wissen, mit diesem Mona Lisa für 35.000 Euro. René hat gesagt, er unterstützt natürlich auch gerne die Kinder. Er macht dieses Jahr dieses Künstlerprojekt. Das heißt, wir kriegen 11 Mona Lisas, Abzüge, die er nochmal verfeinert hat, in 1,40 m x 1 m. Und die werden unter 6.000 Euro werden dann verkauft. Von ihm natürlich persönlich nochmal signiert und überreicht. Zum einen. Zum zweiten. Ist er bekannt für seine Autos, die er anmalt, mit so Speziallackeffekten. Er hat heute früh einen Motor habe gekriegt von Toyota AES aus Dresden hier. Die bemalt er schon mal vor und da gibt es an diesem Abend ein interaktives Malen. Jeder, der da mitmalen möchte, schmeißt einen kleinen Schein in die Box, was dann auch wieder natürlich zu dieser ganzen Gesamtsumme dazugehört. Ja, und diese Motorhaube wird dann zum Schluss versteigert von ihm. Das ist so neu, dass es noch gar nicht im Pressetext steht. Deswegen, ja, ich habe also jetzt gerade die Info gekriegt und er hat zugesagt und er macht und er kommt auch und er schafft es terminlich, weil er viel in Miami unterwegs ist und muss für Wayne Rock muss er noch eine Yacht bemalen und was weiß ich was noch alles. Aber sehr kommunikativer Kerl und haben auf alle Fälle Spaß gemacht. Also der hat so ganz tolle Projekte, dass man mit diesen Autos. Ja. Das Auto sieht dann nochmal blau aus und dann gießt man Wasser drüber und dann erscheinen plötzlich die Motive, die sich unter diesem Lack verstecken. Und das ist natürlich so klasse, dass ganz viele Promis sich eben dort ihre Autos bestellen. Oder die Sonne scheint so, ist so in Hollywood. Und dieser sehr kreative Graffiti-Künstler, also der war schon mal in Dresden. Also ich glaube, je prominenter, desto umgänglicher sind die alle. Ne? Also da ist sowas von nett und sehr sorgfältig, weil sie an dem Abend dabei sein. Ja, und die Bilder werden natürlich versteigert und 50% von diesen Bildern, von diesen Abzügen, die er gemacht hat, geht natürlich wieder an die Challenge. Ja. Ja, naja, wir müssen ja auch, wenn du die Marke vom letzten Jahr toppen möchtest, 31.000 Euro kamen zusammen, dann müssen wir auch ein bisschen Gas geben und außerdem geht es ja dieses Jahr durch 2. Und da würde ich das gerne mal überleiten zu den Vereinen, dass Sie vielleicht mal berichten, was Ihr Verein so ganz kurz macht und wofür Sie denn das Geld benötigen und wofür Sie das verwenden wollen. Vielleicht Frau Laura, fangen Sie an, sprechen Sie noch ein bisschen aus. Ja, okay. Ja, also was mein Verein macht, da kenne ich mich gut aus, keine Sorge. Also wir sind rein regional tätig, wir sind rein ehrenamtlich unterwegs. Ich habe einen Vorstand von 7 Kollegen inklusive mir und wir sind damit beschäftigt, dass wir halt Kinder hier regional aus Dresden, die aus nicht so gut finanziell in gut gestellten Familien kommen oder im Wohnen, und da vom Sozialamt eben auch manche Leistungen nicht ausreichend bekommen, dass wir denen ermöglichen, zusätzlich zu normalen Schulangeboten eben sportlich oder musisch noch Programme zu machen oder zum Beispiel Nachhilfe zu bekommen, wenn es in der Schule mal hakt. Reisen in den Ferien ist auch ein ganz großes Thema, mal irgendwo ein paar Tage wegzufahren. Solche Dinge, das ist so eigentlich unsere Hauptaufgabe. Diese Feier hier, das Geld, das wir hier bekommen, wollen wir ganz speziell nutzen für 2 größere Projekte, die wir gerade laufen haben.
Ein Projekt haben wir schon letztes Jahr sehr erfolgreich durchgeführt. Da haben wir 385 Ranzen hier in Dresden verschenkt. Allesamt an Kinder, die in sozialen Brennpunkten, in Kindergärten, in städtischen Einrichtungen sind. Die Stadt Dresden hat uns da auch unterstützt, indem sie die Abfrage gestaltet hat, wie wir, wer sozusagen da bedürftig ist und einen Schulranzen braucht, konnte sich dann melden. Und wir haben einen sehr guten Kontakt zu Pelikan, also das ist im Prinzip die Pelikan-Buch, nennen sie sich jetzt, in Kerlitz, das ist jetzt der Hersteller von den Ranzen, die uns dann eben für einen relativ günstigen Preis diese Ranzen auch verkauft haben, sodass wir eben so eine große Menge bestellen konnten und auch weitergeben konnten. Dieses Jahr habe ich die Ranzen schon bestellt, für dieses Jahr haben wir schon 435 Ranzen. Also 50 mehr als letztes Jahr, die wir verschenkt haben. Und da werden wir mal gucken. Ich weiß nicht, wie groß der Bedarf ist, wir sind noch viel größer, aber wir konnten das sehr gut mit den finanziellen Mitteln stemmen letztes Jahr, sodass wir gesagt haben, es ist noch ein bisschen Luft, wir können noch ein zweites Projekt damit finanzieren. Und das ist, liegt mir auch sehr am Herzen. Und zwar arbeiten wir sehr eng mit einer Förderschule hier in Dresden zusammen. Ich sage jetzt mal bewusst nicht den Namen, weil man, ja, ich möchte jetzt auch nicht diese Förderschule da so als stigmatisieren, das ist eigentlich, gilt eigentlich für alle Förderschulen. Bei dieser Förderschule ist es so, dass man ungefähr sagen muss, ca. 50% der Kinder, die dort unterrichtet werden, sind schon in sozialer, also in Betreuung durch entweder Psychotherapeuten oder Sozialarbeiter, kommen auch aus sozialen Brennpunkten, wohnen in Wohneinrichtungen. Diese Kinder, da gibt es Einzelfälle, die eben bis zum Ende der Grundschulzeit das Lesen und Schreiben nicht erlernt werden. Und das ist ein ganz großes Problem, denn jede weiterführende Schulung ist dann eigentlich nicht möglich. Sie gehen dann sozusagen, bleiben auf der Förderschule und können eigentlich nie einen Schulabschluss schaffen. Was natürlich für die Zukunft bedeutet, keine Lehrstelle, keine Möglichkeit eines eigenen Einkommens und man bleibt dann gewissermaßen in der Hartz-IV-Schleife stecken. Und diese Kinder brauchen eine sehr intensive individuelle Förderung. Das ist aber sozusagen nicht vorgesehen vom Sozialamt oder ähnliches. Da gibt es überhaupt keine Mittel für. Und wir versuchen direkt an der Schule dort zu fördern. Denn es hat sich gezeigt, dass diese Kinder eben aus logistischen oder familiären Gründen überhaupt nicht in der Lage sind. Es funktioniert einfach nicht, die nochmal nachmittags dazu zu bringen, in irgendetwas passieren, damit das klappt. Und da finanzieren wir also speziell geschulte Kräfte für. Und das liegt uns auch sehr am Herzen, dass jeder letztendlich einen Schulabschluss auch schaffen kann. Das Alphabetisierungsprojekt. Das Alphabetisierungsprojekt haben wir das genannt. Ja, Alphabetisierung ist wirklich so, weil wir werden sonst allen Alphabeten bleiben, diese Kinder. Und das kann eigentlich nicht sein in Deutschland, dass das ja, jemand nach der Schule lesen und schreiben kann. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen, aber der Schulleiter, wir haben da sehr viele Gespräche geführt, das ist tatsächlich ein Fakt. Ja, sehr wichtig, dass wir machen das natürlich auch. Vor allem, dass wir das so unterstützen können und noch dazu, weil es natürlich für uns auch in der Region ist. Ja, sorry. Genau. Projekt Nummer zwei. Also Schweizer Kinderdorf in Sachsen e.V. Wir sind dieses Jahr das erste Mal dabei und ich bin da sehr, sehr spannend. Axel ist schuld. Ja, und schon bei der Einführung habe ich gemerkt, es sind ja ganz andere Welten. Ja, aber trotzdem ganz spannend, wenn wir mal zusammenfinden. Ja, wir haben in Steinbach, dort ist der Ursprung des Schweizer Kinderdorfs in Sachsen, haben wir 4 Kinderdorfhäuser. Und da sind dann nach und nach in Dresden noch 3 dazugekommen. Und dann Anfang dieses Jahres noch eine Außenstelle in Pochritz. Und unser Konzept ist ja dem am ähnlichsten, was wir alle so im Kopf haben, wenn wir an das Wort Familie denken. Uns ist es also gelungen, so nach und nach Paare zu finden, die sich bereit erklärt haben, in unseren Häusern einzuziehen und mit den Kindern tagtäglich 24 Stunden zusammenzuleben. Unser neuestes Paar ist seit Sommer dieses Jahres bei uns, ist der Hausvater. Ja. Und ja, das bedeutet, sie bringen teilweise noch ihre eigenen Kinder mit ein und werden dann zu einer Großfamilie. Die Kinder, die wir dann noch zusätzlich betreuen, kommen vom Jugendamt. Es sind in der Regel Kinder, die kaum die Möglichkeit haben, wieder in ihre Herkunftsfamilie zurückzukehren, weil dort einfach ganz verschiedene Gründe gegeben sind, die das unmöglich machen. Und diese Kinder sind teilweise unter einem Jahr, wenn wir sie aufnehmen, und wir begleiten sie bis, in der Regel, bis sie 18 Jahre alt sind.
und dass sie in die Selbstständigkeit geben können. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem noch Kontakt haben mit ihren Herkunftseltern. Das fördern wir auch, weil jedes Kind, jeder Mensch muss einfach wissen, wo er herkommt, muss seine Wurzeln kennen. Nur dann kann man auch einigermaßen gesund aufwachsen. Und uns geht es letztendlich darum, die Kinder kommen alle mit einem relativ schweren Rucksack zu uns, voll Erfahrung. Und diesen Rucksack können wir letztlich nur leichter machen, wir können ihn denen wieder abnehmen und können im Prinzip nur dafür sorgen, dass sie lernen, ihr Leben mit diesem Rucksack zu meistern. Das gelingt nicht immer, aber in sehr vielen Fällen. Und wir freuen uns dann über ganz viele Kleinigkeiten, wenn die Kinder plötzlich einen Schulabschluss schaffen, ja, wenn man sich so jahrelang begleitet hat oder wenn sie das Fahrrad fahren lernen. Oder das sind so ganz kleine Pflänzchen, wo wir uns wirklich riesig drauf freuen. Und die Hauseltern sind natürlich Idealisten durch und durch, weil dazu gehört schon was. Das ist ein Lebenskonzept, was so 10 bis 15 Jahre, so sagt man in der Regel, dauert. Wobei man sagen muss, die Familien sind alle ganz individuell unterschiedlich und wir haben jetzt Eltern, die machen das 20 Jahre lang. Das sind also unsere ältesten Hauseltern, sag ich mal. Ja. Und so versuchen wir im Prinzip, die Kinder gut in die Selbstständigkeit zu bringen. Das Geld, was hier dann eingenommen wird, würden wir nutzen. Wir haben ein Kinderdorfhaus in Steinbach, das Haus 3, was im Moment leer steht. Da haben, wie gesagt, 20 Jahre lang die Hauseltern gewohnt, die schon am nächsten bei uns sind, sind dann jetzt ausgezogen in ihre eigenen 4 Wände, haben auch die 3 Mädchen, die sie noch hatten, mitgenommen und betreuen sie dort weiter unsere Trägerschaft. Und in dem Haus ist natürlich rund der Jahre auch einiges zu tun. Und wir würden das Geld gerne nutzen, um das Haus wieder in Stand zu bringen, dass es so einladend ist, dass wir dann massenhaft Bewerbungen haben für Hauseltern, die sich bereit erklären, dann dieses Lebenskonzept zu leben. Und dafür würden wir das Geld gerne einsetzen. Wie viele Familien betreuen Sie? Also es sind 2 Wohngruppen, die sehr familiennah sind und 5 Hauseltern im Moment. Und dann kommt das eine noch dazu, und dann sind es 6 Familien. Ja, ich habe mir das selber angeschaut, auch natürlich darf man das anschauen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sowas auch unterstützt natürlich. Für uns war es immer wichtig, dass wir sagen, wir brauchen Projekte, wo wir wissen, wo das Geld wirklich ankommt und nicht irgendwo in der Verwaltung verschwindet, sondern wirklich, dass es da hinkommt, wo es gebaut wird. Genau. Wir machen natürlich auch nächstes Jahr in Taschenberg weiter. Ne? Bleibt alles wie gehabt. Also das wäre nur ein bisschen anders, ein bisschen größer, ein bisschen ausgebauter. Das heißt nicht, dass wir jetzt aufhören, wenn wir jetzt, auch, wenn wir jetzt umziehen. Es geht natürlich auch nur durch Dank mit netten Partnern und Freunden, die natürlich sowas unterstützen und auch Fragen natürlich mit. Und ja, große Gerne, dass man sowas machen kann. Vielen Dank dafür natürlich. Es sind schon viele Karten verkauft, ne? Wir sind jetzt bei 150 verkauften Tickets. Genau, es wird wieder ein Zelt im Innenhof aufgebaut, natürlich mit, dass man richtig viel Platz hat zum Wandeln. Wir gehen davon aus, dass man so 200, 220 Gäste, also mehr als 220 möchte ich gar nicht machen, das wird zu eng wird, aber das sollte auf alle Fälle reinpassen. Es gibt auch wieder unseren Jazzprofessor, der letztes Jahr zum ersten Mal da war. Das war total cool, den haben wir mal irgendwo in Leipzig gesehen, also wollte nicht, könnte nicht. Dank Unterstützung von Peter Mosin natürlich, der das immer übernimmt natürlich auch noch, die Gage von den Musikern. Und den habe ich dann letztes Jahr gesagt, so, ja, kommt mit, klar natürlich. Und dann hat er gesagt, wie sollen wir denn spielen? Spielst halt einfach so, wie du denkst. Ne? Und dann irgendwann so um 2:30 bin ich dann in den großen Gartensaal gekommen und da habe ich immer noch gespielt. War zwar kein Gast mehr im großen Gartensaal, die waren alle schon vorne an der Bar zum Tanzen. Zum Tanzen bei unserem DJ beim Norbert, der hat sich auch unterstützt. Und da habe ich gesagt, ihr könnt jetzt von mir aus aufhören mit Sport. Dann habe ich gesagt, naja, also eins würde man schon gerne noch spielen, wenn es geht. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, dann spielt es halt noch, kannst du spielen, solange du es wolltest, das ist wurscht. Aber es ist eben das Gleiche, auch diese Einstellung auch von den Jungs, das ist ja halt genau das, was man sagt. Das ist das, was diese Party ausmacht, ist also wirklich, wie es der Leo auch schon gesagt hat, wenn Helfen Spaß macht, ne? Dann wird es natürlich toll und das sind alles so Punkte, was dazugehört. Also ich denke mal, es ist wieder eine runde Geschichte, so wie jedes Jahr natürlich und mit großen Highlights und wir freuen uns drauf. Ja, das sind eigentlich alle Informationen, die wir jetzt erstmal so loswerden wollen. Ich finde es übrigens schön, dass die Partner auch da sind, um jetzt mal die Vereine aus erster Hand kennenzulernen und die Inhalte mal zu erfahren. Ne? Das, wenn man es schriftlich bekommt, klar, man liest das, aber wenn sie das persönlich erzählen, das ist immer noch was anderes. Genau. Ja, gibt es Fragen? Haben wir das
super. Ja, alles aufgeschrieben. Mal informiert. Das gibt es ja sowieso noch mit den Mitteilungen, noch mit alles raus, nur du schickst eh nur mal zu. Das ist mein Hund, ja, ja. Das ist auch dabei. Ja, das ist der Ehrengast, genau. Nein, es gibt keine asiatischen Flüge. Auch nicht koreanisch. Ja, mein Hund. Heißt du wie ein guter Wein, ne? Ja, der Pino, genau. Der war ja da, ja, Pino oder der Wein? Der Pino, in Pino, die bisher, Pino, die bisher, die gibt's ja, ne? Mike, du hast eine Frage. Wie ist denn das mit den Partnern? Gibt es da jetzt eine Partnerliste? Kommt die einfach so? Oder ist so diese Nachfrage oder wie? Das wird zum einen, ich frage natürlich viel von meinen Freunden, Bekannten, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten. Es gibt auch Bewerber, die sich gerne bewerben, aber die nicht zu uns passen. Es wird dann schon dementsprechend ausgetauscht, so ausgesucht und angepasst, dass es auch das Niveau, das wir gerne hätten, auch haben soll. Also nicht jeder, der einfach kommt und sagt, ich mache da mit, macht dann da, darf dann da auch mitmachen, das soll schon irgendwo auch dazu passen. Das ist, wir haben in unserem Gästestamm, wir haben ja 75% Stammgäste, die wir haben, die natürlich auch diese Küchenparty, deswegen haben wir jetzt auch 150 Bewerbungen oder Anmeldungen eigentlich schon, ohne dass wir groß irgendwas gemacht haben, weil die einfach sagen, hey, das ist cool, das ist immer was Besonderes, das hat immer was mit Qualität natürlich zu tun, was wir hier machen. Und es ist ja auch nicht ganz umsonst, das ist ja, die Gäste nehmen einen Haufen Geld in die Hand, dass sie herkommen sollen, oder muss es auch dementsprechend passen. Ja. Also nicht jeder Bratwurstbude um die Ecke wird dazu passen. Das ist mit dem Hans Schwarz ist jetzt was ganz was anderes. weil der ist wirklich, das ist, also wenn man den mal kennenlernt, das ist wirklich ein Erlebnis. Das ist wirklich, das ist also ein Kasperl-Theater mit außenrum noch zu den ganzen, zu seinen besten tollen Weinen, die er macht, das wirklich lustig ist. Also, da werden wir einen total lustigen Abend haben. Und der Hans Schwarz ist so einer, der so nach der 8. Flasche Weizherrschen mehr auf Toilette geht. Ich habe es erleben dürfen, ich weiß es wirklich. Also das wird, also wie gesagt, das wird eine leckere Geschichte und wird cool. Genau. Falls da von sich angemeldet wird, auch dazu kommen. Weil es natürlich wieder sehr eng mit dem Schwarz verbreitet sind. Also und, aber das sind so, wäre eine gute Geschichte. Wetter will noch hier dazu was sagen. Ja, genau, die Ausstellung, die steht auch schon im Text erwähnt, aber da müssen wir natürlich noch was dazu sagen. Der René Turek wird jetzt nicht alle Wände hier mit seinen Bildern gestalten, sondern es ist noch ein bisschen Platz und da ist natürlich schön, dass die Albert Schweizer Kinderdörfer auch eine Wanderausstellung haben. Mhm. Und da werden wir den Ausschnitt zeigen können, ne? Genau, ja, so ist es. Ja. Das ist eine Wanderausstellung, die ist mit einer Künstlerin entstanden, die gleichzeitig noch ein bisschen Pädagogik mit dabei hatte und ein bisschen Therapie. Ist jetzt schon ein bisschen älter, die Wanderausstellung, das kann sie auch nicht leugnen, ist also aus dem Jahr 2003, 2004. Wir sind aber im Moment dabei zu überlegen, im nächsten Jahr das wieder aufleben zu lassen, suchen dafür noch eine Kunsttherapeutin oder einen Kunsttherapeuten, der also Kontakte hat oder so, der da gerne das machen würde. Für unsere Kinder war das ein tolles Projekt damals. Die sind also, es gab ein Projekt im Freien, die sind also raus und haben sich die nähere Umgebung angeschaut. Das ist jetzt der Leuchtturm am Fasanenschlösschen in Moritzburg. Die sind also raus, haben sich auf die Wiese gesetzt, haben gemalt in unterschiedlichen Stilrichtungen. Sie haben Seitenmalerei gemacht, da wird es dann auch noch ein paar Bilder davon geben. Und haben Tonfliesen gestaltet. Die werde ich jetzt nicht mitbringen, ja, mal sehen, aber aktuell nicht, ja, und das hat den Kindern damals unglaublich viel Spaß gemacht, ist dann aber, ich weiß nicht aus welchen Gründen, bin auch noch so lange da, bin das seit ganz diesen Jahres dort, ja, nicht mehr weitergegangen, aber es war ein tolles Projekt und da möchten wir gerne nächstes Jahr wieder dran ankommen. Und die sind unverkäuflich? Die sind unverkäuflich, kommt auf den Preis an. Oder so. Ich wollte es mal sagen. So ist es doch alles. Wir haben natürlich auch noch, also es gibt natürlich auch noch andere Partner, die jetzt nicht so im Vordergrund auftreten, wie zum Beispiel das Kongressteam, die stellen uns immer mit Möbel, helfen uns, die uns immer mit Städtischbrücken und alles, was dazu gehört. Dann mit Team Brenner, die uns dann immer Mitarbeiter, also Leihmitarbeiter mit dazu stellen, einfach zu helfen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Apparat, der sich da bewegt. Und das ist wirklich. Toll ist, man wird ja nicht jeden einzelnen spezifisch nochmal erwähnen können. Wir machen eine Aufstellung, wir machen schöne Fotogeschichten draus und
Wichtig ist, dass jeder seinen Teil besorgt, weil er so in der Öffentlichkeit steht, wenn ich wieder so. Deswegen wichtig ist, dass funktioniert und dass die Projekte dementsprechend unterstützt werden natürlich. No? Cool. Und dass sich die Gäste wohlfühlen, ich meine, wenn es etwa 200 Gäste sind und 31.000 Euro geteilt durch 200, das ist schon eine ganz schön hohe Quote pro Gast, ne? Wenn man sich letzte war noch 170, waren wir letztes Jahr. Deswegen, aber wir haben ja extra aus gegebenen Anlass ein bisschen weniger Presse gemacht letztes Jahr, um da nicht irgendwie Unstimmung reinzubringen. Aber dieses Jahr haben wir gesagt, alles durch und können wir wieder richtig trommeln. Und haben wir auch gemacht. Und deswegen, also diese 220 Gäste, denke ich mal, sollte kein Thema sein. Schön. Ja, ist ein schönes Weihnachtsgeschenk abgesehen davon. Also, wenn man, so, wenn man zu Weihnachten was Wohltätiges schenken kann, ist natürlich was Tolles. Gut. Geschenk ist noch ein gutes Stichwort. Leo, genau, du hast ja was mitgebracht. Genau, ich habe für alle Pressevertreter, die Partner bekommst, dann logischerweise am Küchenpartyabend von dem großen Post vom Original habe ich noch eine kleine signierte Auflage mit. Kann ich jeder gerne eins mitnehmen. Cool. Unser Leo ist der beste Tja, und dieses schöne Motiv, das soll auch das Zentrum unseres Fotomotivs sein, ne? Leite ich mal über zu unserem Foto, was wir jetzt mal noch im Anschluss gleich machen.